Und ja, da haben wir uns kennengelernt und dann ging es dann irgendwie so weiter und dann hat Eva erzählt, dass sie so fotografiert und dann hat sie mir Bilder gezeigt und ich fand das alles ganz toll und dann habe ich gefragt, wenn sie das gerne möchte, dann würde ich zu ihrer Ausstellungseröffnung, also ich verkürze es jetzt alles, würde ich dann ihr ein kleines Programm schenken oder so. Und das fand sie ganz schön und dann habe ich jetzt ein paar Texte ausgesucht. Er hat mich mit diesen Bildern sehr lange beschäftigt und auch zwischen den Zeilen gelesen und das, was Eva mir noch dazu erzählt hat. Und das ist nun das kleine Programm dazu. Ja, wir haben so unsere Lieblingsautoren gemischt. Wir haben dann festgestellt, dass wir beide eigentlich einen sehr ähnlichen Geschmack haben, was Literatur betrifft, was Lyrik vor allem betrifft. Und da geht es jetzt einfach los. Ich beginne mit einem Gedicht von Mascha Kalinko. Die frühen Jahre. Ich begrüße erstmal unsere Künstler. Eva Hungershausen. Hallo. Jürgen Mitte. Ich grüße Sie. Ich freue mich sehr, dass ich einmal die Frau Eva Hungershausen. Frau Hungershausen, Sie kommen ja gar nicht weit her. Itzstein, Eppstein. Naja, vielleicht sieht man sich mal hier in Camberg, dass Sie vielleicht hier sich vielleicht mal irgendwann niederlassen. Wir sind mittlerweile eine Stadt mit Kultur, erhebliche Kultur. Hier hat auch die Amthof-Galerie einen entscheidenden Beitrag dazu geliefert. Und Sie sehen hier im Ambiente unseres Amthofs ist das wirklich gut untergebracht. Hungershausen, Sie stehen aber, Frau Eva ist, glaube ich, Ihre künstlerische Bezeichnung und Namen. Frau Eva, herzlich willkommen. Ja, also guten Tag, ich bin Frau Eva. Das mit dem Hungershausen ist immer sehr kompliziert, deswegen hat sich das so als Frau Eva rauskristallisiert. Eigentlich bin ich Ergotherapeutin und in meiner Freizeit fotografiere ich. Und die Arbeit mit Menschen ist mir da auch, also in meinem Beruf und in der Fotografie, eben sehr wichtig. Also ich habe meistens Menschen vor der Kamera und viele sagen, das sind ja ganz tolle Bilder oder du machst tolle Fotos. Ja, und es ist immer ein Prozess zwischen Mensch, also zwischen dem Modell und mir. Also wenn ich da ein Modell vor der Kamera habe, mit dem es nicht passt oder das nicht kreativ ist, dann wird das kein tolles Bild. Und ein paar Modelle sind heute da. Ich sehe sie gerade. Man macht gerade schon Fotos. Also es ist immer, herzlichen Dank an alle meine Modelle. Das ist ein sehr, sehr schöner Prozess und alle Bilder sind immer ja, irgendwie eine Herzensangelegenheit. Es hängt viel Gefühl dran, das ist auch ein Modell. Genau, also es ist, ja, sonst kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Was ich noch sagen möchte, ist, dass gleich nach dieser Eröffnung unten noch ein ganz wunderbarer Künstler und Schauspieler auftreten wird, der zu den Bildern noch was literarisch macht. Unten hängen auch kleine Sprüche und wenn man da so ein bisschen schaut und sich in die Achse stellt, dann sieht man immer die Bilder dazu. Das kann man so ein bisschen entdecken. Und kann ich nur raten, um gleich nach unten zu kommen und diesen wunderbaren Herrn Stöbel anzuschauen. Und ja. Ich bin sehr, sehr glücklich und froh, dass er hier ist. Ja, das war erstmal. Vielen Dank. Am besten, Sie gehen jetzt nochmal rum und gucken sich die Bilder nochmal an. Weil jetzt ist man noch von ein paar Klängen und Worten vielleicht etwas enthusiasmiert. Und man sieht die Bilder dann nochmal vielleicht nochmal anders. Und das wäre natürlich ganz besonders schön. Das, ja, Eva. Ich würde gern ganz viel sagen, ich kann gar nichts sagen. Du musst sagen, das nicht. Danke, danke, danke. Das ist ja wunderbar. Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Genau. Ja.